sie antworteten und sprachen: Alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesu, dass sie ihn töteten, und bunden ihn, führten ihn hinauf und überantworteten ihm dem Landpfleger Pontio Pilato. Da das sah Judas, der ihn verraten hat, freute es ihn und brachte er wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe Liebe getan, dass ich unschuldig blut verraten habe. Sie sprachen zu ihm: Aber
aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Thank you.
er verklaget ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortet ihr nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollte. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor anderen, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, den ich euch soll losgeben? Barabbas oder Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickte sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nicht zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viel gelitten im Traum von seinen Kriegen. Aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten sollten und Jesus umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen beiden, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sah
sammelten Liebe in die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seiner Hand. Die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen. Jordan, girl.
hielt ich da, denen, die mich schlagen sollten, meine Wangen und mein Haar, denen, die mich raufen wollten, die mich raufen wollten. Ich verbarg mein Angesicht, aber vor Schmach und Schande nicht. Ich verbarg mein Angesicht, aber vor Schmach und Schande nicht. Auch vor Schmach und Schande nicht. Verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutet Schädelstätt, gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischet. Und da es schmeckte, wollte er's nicht trinken. Gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllet würde, was gesagt ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Thank you.
Oh,
Stunde, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Stunden, da sie das hörten, sprachen sie: Andern sprach.